So, hallo Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Zum nächsten Teil geht's weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier machen wir weiter. Der letzte, der noch steht, der Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Stati attenti! Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, rüge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Claus entfernen. Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Was? Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Oh oh. Es gibt's. Aber Tetti. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Jetzt. Jetzt kriegt er mich nicht mehr. Ja, ja, werft ihr mal. Und tschüss. Jetzt immer noch nicht rausgekriegt, wo die Alternativkamera ist, aber halb so wild. Ist doch schon mal ein schöner Beginn, ne? Wird man gleich mal gejagt. Sequenz 1 beendet. Warnung, neuer Start ausgesucht. Die Wachen sind in höchster Alarmbereitschaft wahrscheinlich. Republik Florenz, 1476. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Celestio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Jawohl. Unterwegs. Wo gehen wir denn da am besten lang? Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Sowas tut man nicht. Aber natürlich verprügeln wir den. Tutto fresco, tutto buono. Naja, guckt ihr mal, ich bin schon wieder weg.
könnte er sein? Ledju! Da! Gott, hilf mir! Ich war immer ein braves Weib! Oh, fürs Betrügen deiner Frau. Donato, sie gewinnt, ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Ist klar, mein Freund. So, 200 Flori mehr verdient. Sehr schön. Hey, Moment. Hier ist noch ein Schmied. Feine Metallarbeiten, nur hier. Waffen aller Art. Oh, noch keine Klinge. Präzise Arbeit. So, kaufen wir uns eine Schulterteil-Lederrüstung. Bis nächstes Mal. Arrivederci, Messere. Solale. Jetzt weg hier. La 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 la. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Noch so ein Söldner, denke ich. Lebenserwartung. Noch ein Fremdling. Den da kenne ich. Bin ich sicher verschwunden? Lass mich in Ruhe. Bitte. Weiter geht's. Da hält er sich ja Gott sei Dank selbst fest. Na komm, hoch mit dir. Das schaffst du schon. Ja, mit dem Anzug kann man sich wenigstens ordentlich abrollen. Das sind viel zu viele Wachen. Oh, verdammt. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist der? Da, los. Wo ist der langgerannt? Da ist er. Packt ihn. Laju, da ist er. Auf ihn. Ja, genau. Fall aufs Maul. Na komm. Ja, bravo, bravo! Nix ist. Schande über euch, ihr Mistschweine! Oh. Da, du Mistsack. So, hinüber. Und den wollt ihr jetzt nicht aufheben. Schwinde. Na komm. Ja, dann nicht. Und ab nach drin. Oh, das ist ein... Wie nennt man das? Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Unsittiger... Nein, das ist es. Haus? Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte... Nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein.
Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Die grinst etwas seltsam, aber okay. Trauen wir ja mal. Die Methoden der Kurtisanen lernen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Mhm. Ah, was ist denn das wieder? Ja, das erstmal desynchronisiert. Gar nicht so einfach, das Schleichen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Jawohl. Meine Mädchen zeigen euch wie. Gefällt dir, was du siehst? Nein. Was für ein komischer Mantel. Moment mal. Ich hab ihn, der kommt mir bekannt vor. Das könnte unser Mann sein. Laju, da ist er. Auf ihn. Ja. Sorry, Leute, aber wie soll ich ihn das machen? Warum haust du mich? Wie soll denn das funktionieren, wenn da keine Menschenmassen sind? Ihr veräppelt mich doch. Renn mal halt wieder eine Runde im Kreis. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Jawohl. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Na komm, Mädchen, los. Wundi? Naja, für die Wachen unsichtbar bleiben. Viel zu viele Leute. Wahnsinn. Drängelt doch nicht alle so. Ja, da sind wieder wach. Salve. Oh, das war knapp. Was schubst die mich?
Oh, wo jetzt lang? Komische Erscheinung. Buongiorno. Na, wie lang noch? Komm, Menschenmenge. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Oh, nein. Seid achtsam! Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Erledigt. Sehr schön. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Danke für den Tipp. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Der Arm sieht nicht schön aus. Leonardo und seine Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Das machen wir noch und dann ist finito. Wir sind nämlich schon bei 18 Minuten angekommen und ich möchte ja keine Überlänge haben. Ihr wisst ja, 15, 20 Minuten ist das Maximum geworden. Jetzt mal abwarten. Ob wir schnell hinkommen, wenn nicht, dann machen wir es in der nächsten Folge. Tack, tack, tack. Na, ihr drei, vier. Kaffeeplausch auf dem Dach. Auch nicht schlecht. Da kann ich nicht lang, warum? Der ist wohl vom Affen gebissen. Der sieht irgendwie verdächtig aus. Attenzione! Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt. Ich habe das Dach da finiert, ihr wollt mich doch verarschen. Noch ein Condottiero. Was für ein komischer Mann. Moment mal. Wo schneidet man Mäntel wie den? Der kommt mir bekannt vor. Ihr da, unter der Kapuze!
Überall sind hier Wachen, ey. Wahnsinn. Weg hier. Was hat er vor? Seht euch um, aber seid vorsichtig. Halt! Er könnte hier ich sein. Muss etwas fragen. Gibt es irgendetwas? Hab dich! Au. Du blöder Sack, hau ab. Lasst mich in Ruhe. Fix doch mal. Welche Richtung? Mörder. Glaubt ihr im Ernst, ihr kriegt mich einfach, oder? Eccolo, packt ihn. Komm, Freundchen. Wir wollen doch nur reden. Oh Mann, was vergeig ich denn hier jetzt noch? Möchtest du lieber brennen oder in siedendes Öl? Akrobat? Aus dem Weg! Den kenne ich doch. Wo kommt der denn her? Noch so eins. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Raju, da! Da! Ergreift die! Ich verliere ihn. Raju! Ja, schmeißt man sie halt alle vom Dach runter, ist mir auch egal. Welche Richtung? Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quantität. Verliert die nicht schon wieder! Mögest du fliehen? Was für ein Kerl, was für ein Kerl! Na also, 23 Minuten. Ich würde sagen, hier machen wir einen Cut und in der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dann, euer Blacky und wir sind raus. Schön, dass ihr mit dabei wart und ciao.